Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge Trine 2. Wir sind hier bei Stürmischer See mit Mr. Krabs, Mr. Tentakel. Und weiter geht's. Weiter geht's. Ja, so, mehr kann man zu nicht sagen. Nee, nee. Alle Protagonisten sind genannt. Oh, warte mal, die Toppen sind mal runter. Ja, ist euch. Ja. Bubbles holen. Genau. Hä? Hey. Noch drei, aber. Level up! Wo willst du hin? Da hinten unten. Da sind noch Bubbles, ja. Ich bin jetzt nicht oben in der Ecke mehr, jetzt sind wir unten in der Ecke, sind die Bubbles. Doch, absolut. Absolut, sieht genauso. Und du musst ja doch vollkommen recht haben. Dass eine Krake drei Herzen hat? Hey, genau wie wir. Eigentlich nicht. Genau wie wir, sehr gut. Bubble. Da eine Bubble holen. Ich stehe einfach nur da. Ja? Ja. Wie kommen die gerade zu mir geflogen? Das wird richtig. Danke, Herr Krake. Danke, Herr Krake. Ich freue mich von dir. Oder tauchen wir noch? Wow, Alter, krass, wo kommst du denn her? Da kommt ein bisschen Herzchen geholt. Da ist noch ein bisschen. Ist das so ein Bubble? Da unten. Unten unter der Ecke. Unten unter der Ecke. Ja, das da. Oh, du bist voll drauf. Geil. Das geht oben wieder. Oh. Natürlich nicht geschafft, da rauszuspringen. Bam! So, warte, Level Speed, zack. Ja, geklickt. Aber wir haben noch drei. Nee, ich hab davon eingelöst. Für den Stürmischen. Du wolltest ja unbedingt. Sie hat also nicht gelogen, was das mit der Königin angeht. Mhm. Das ist das Bild. Eine edle Dame wie sie würde nie lügen. Aha. Cool. Ja. Jetzt hier. Bam, bam, bam. Oh, hier schon wieder. Bam. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, hier ist er. Boom! Komm hier hoch. Doch, hier hoch. Willst du denn wieder runter? Kann man nicht wahr sehen. Du sollst hier runtergehen, hat gesagt. Dass man hier sein Bestes und damit mein Vater schnetzelt. Aha, cool. Hm? Ja, einfach mal so. Einfach mal was hinbauen hier. Ich dachte, wir müssen bauen. Ja. Vielleicht wolltest du probieren, die Hetzer oder was vorhin. Ja, danke dir. Hm? Immer schön, ein bisschen explosiv. Ja. Auf die Füße legen. Ja, unten wollen wir da erstmal ins Wasser rein. Das Ding zu feiern. Boah, und toll, jetzt hast du das Ding angefangen zu drehen. Ich hab noch vorher gedreht. Ja, richtig verstanden. Fest. War klar. Aber ich bin auch so. Okay. Da fragt mich denn, wozu war der Penny da? Milady? Danke. Ich will erstmal untertauchen. Ja. Schon mal eingesammelt. Warte. Klasse. Ja, wohl eher nicht. Ne, ich hab doch was eingesammelt. Ja, kann ich nicht sehen. Ah, du musst ja gehört haben. Hä, du musst das Ding erstmal wieder runterziehen. Ja, ich ziehe. Zieh! Mach die Kiste rein. Ne, dass wir alle hochkommen. Kiste rein. Gerne. Ich wollte jetzt mal kurz abhängen. Ne? Oh. Ah, war ein Ditte. Weil die Kiste explodiert. Ah, ich weiß nicht, was du meinst. Boah, soll ich mich da aufschießen? Okay, den Stein soll nicht. Ich war zu schwer. Nur chill doch mal deine Basis. Komm jetzt her. Schieß es auf da rum. Wow.
Was kann ich sehen? Mhm. Was ist das? Oh, ich bin hier unten. Morgen. Pilzparty! Woo! Ja. Ja. Was verliegen da alle auf der Straße hier? Na, du hast. Mhm. Tschüss. Wagt es, in meine Höhle zu kommen? Zerschmettert sie! So, dann kommt man ja hier. Wow, krass! Geh nicht schon wieder. Ah, der ist ja ein Feuer. Okay, krass, krass, krass. Bam! Oh, ich habe mir vielleicht mal gesehen. Nein! Nein, nein. Komm platt. Ja, ja. Oh, hat er mich erwischt. Das ist ja unglaublich. Er ist fast tot. Ja. Das ist ja ein Witz hier mal hier, dass der beim Leben bleibt. Ja, das ist merkwürdig. Irgendwie auch uncool. Mhm. Bam. Ja, das ist so eine Platte. Die Vase hier. Wie die Keule haben. Ja. Auf mir den Thron hier. Ja, nicht schlecht Heber hier. Das ist erst mit Erden hier, ey. So, unfassbar. Hat er Angst, ohne seinen König. Ich werde diese Krone behalten, wenn es euch nichts ausmacht. Hurra! Wir haben die Hallen für Ihre Majestät gesäubert. Und unser eigenes Königreich wird bald wieder sicher sein. Geil. Sollen wir zum Haus zurückgehen? Nicht so schnell. Ich möchte mich zuerst umsehen. Vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz, den Rosabelle erwähnt hat. Oh, yeah. Müssen wir... Ich glaube, jetzt ist es ein Scherz. Oh, nicht. Der Schatz. Geil. Schatz. Rennen, Schatz. Mein Schatz. Hallo? Seht, das ist Isabel. Da steht ihr Name drauf. Ja, Bruder. Rosabels Schwester. Die, die früher das Portalmedaillon hatte. Ja. Wo ist sie denn jetzt? Oder fliegt was? Hallo? Kannst du nehmen? Hallo? Noch nicht. Zelebriert aber auch lange, liebe Isabel, Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Es muss unser Geheimnis bleiben. Geh durch den Waschraum und triff mich dort. Rosabel. Na, nicht klar. Wir machen mal durch den Waschraum, oder? Geht nicht. Das Seelenartefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Immer an Pose bleiben. Kommt schon, folgen wir ihm. Na, wir folgen. Alles klar. Ab in den Abgrund gesprungen. Ja, Pose steht. Stimmt, aber langsam, Alp. Nach dem Kampf gegen den Koboldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabel einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Ja. Na denn? Okay. Wir sehen uns hier nur schnell um und gehen dann wieder nach oben, ja? Wie geil. Oh. So, wir sehen uns ganz kurz hier um. Oh, hier können wir wieder runter. Ja, runter da. Ja. Ich hab die Bubble gesehen, die da war. Ah.
rennt um euer Leben. Oh, was ist das bitte? Für ein gottloser Albtraum? Trine, Trine, komm zurück und bring mich nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Teil von einer Riesenkrabbe. Klein? Das hier? Oh, du bist keine Hilfe. Ich habe gerade Riesenkrabbe verstanden, vor allen Dingen. Mhm. Eine Riesenkrabbe war, oder? Okay, jetzt mal. So, ja. Sehr schön. Ach ja, klar, easy. Ja. Lass mich doch vorher hoch. Mal rüber jetzt wieder. Ich komme. Und Pöppel auf. geht ja nicht. Und easy. Ecke bin der Erste. Nee, so kommst du nicht. Klar. Auf den Pümpel da hoch machen. Ja. Mach auf. Warte hier. Weil, gleich viel höher. Ja. Okay. Komm noch mal eine Planke bitte hin. Da ganz bequem rüberlaufen kann. Ja. Mach eine Planke hin, ja. Mach doch mal eine Planke dahin. Erstmal wieder gerade da. Oder eine Kiste wäre ganz cool. Genau. Fast ganz geil. Ja, das klappt. So. Na denn, einmal hoch mit dir. Ab dafür! Nein. So, ja. Säure? Die wird sich nicht durch meinen Schild fressen. Ich habe mich letzte Woche beim Schmied Säure festmachen lassen. Oh. Ah ja. Oh, ich hab meine Macht verloren. Gut, was denn? Ey, Tatsache. Oh. Ey, was willst du mich eigentlich holen? So. Achso, ich muss schnell da durchlaufen. Weil sonst macht's ja Aua. Dein Schild ist aber nicht besonders. Boah, das fällt schon ein bisschen raus. Also ich bitte. Wo? Wer ist denn? Da ohne einer. Und da ohne einer. Komm. Okay. Da muss er zum Einschmeißen. Und sind Bobbles. Du kannst dich da übrigens festhalten mit dem Holz. Ja, was soll ich machen? Ja. Ja, genau. Okay. Ich geh runter, ja? Runter stirbst du doch. Wieso? Meinst du? Sieht mir nicht gerade gesund aus. Wir müssen hier hoch. Ja, das Ding müssen wir hier rüber ziehen. Aha. Nein, das geht auch nicht. Gedacht. Nein, da. Können jetzt mal. Ich will nicht sagen. Okay, da. Du stirbst du bald. Okay. Geh mal zurück. Kannst ja noch uns wiederholen, oder? Wenn du die Säure überlebst, haben wir. Oh, der Hut ist hoch, so das weiß ich. Pass auf, auf dem Boden kommt so gleich Schaden. Ja. Oh, scheiße. Der hat keinen Dienst ausgerüstet, ja. Mal bitte. So. Okay, warte mal, dann müssen wir irgendwas anderes hier machen. Dann müssen wir irgendwie hier so hoch und da so hoch. Kannst du nicht einfach das Ding zwischen den Dinger packen, ja? So zwischen was runterpacken in der Mitte? Jetzt müsst du wieder hochkommen. Also anscheinend zumindest. Kannst du schon drei Gegenstände bauen, oder? Nee. Ich werde mal. Nee, komm doch mal so hoch. Ah, wir können nicht überspringen über das Ding, oder? Nee. Nee, nee, ist ja. So. So. Wann sind wir da oben? You are dead. Ja. Das ist ein bisschen gemein da oben. Und ich meine nicht, dass du Vater bist. Guck mal. Na, ich traue der Bobby noch hinterher. Ja, was soll ich dir sagen? Ich traue auch so eigentlich.
direkt da hinten. So, hast du schon einen Plan, was wir hier machen müssen? Das ist ein Hebel. Was sind die eigentlich? Wir sind auch selber sicher, oder was? Ja, die kannst du zum Steinwerk, kannst du mit dem Pfeil reinhängen. Probier's mal. Wieso mit dem Pfeil? Das ist ein Stein. Habt ihr irgendwo in die Säure drin? Ja, ja. Schicken wir das. Ja, aber so kommen wir ja trotzdem nicht rüber. Genau. Ja, und mit dem Luftherzen, die überspringen damit. So wie wir eigentlich das 100 Mal bis jetzt gemacht haben. Ja. Geil! Okay. So, dann nehmen wir den Zauber mit der Luft. Kannst du einfach den Hebel drücken, damit ich da rüber komme. Ja. Flash oder? Okay. Oh, der merkt, ich könnte da nicht ready, Bobby. Abwarten, denke ich. Können wir abwarten? Ich bin beeindruckt. Ne. Wieder einmal. Ja, ist klar. Ja. Okay, ist klar. Da war schon der nächste. Safe is safe. Ja. Weil war ja auch wirklich beeindruckt. Muss man schon so sagen. Also fair war das nicht. Nee. So, weiter geht's. Nicht lang schnappen. Schon mal erklärt hier. Ja. Das geht durch. Ja. Das ist klar. So, also. Oh, merkwürdig, dass die Fall wieder von mir. Ein bisschen durchjumpen. Okay. Hört man irgendwie, wie das. Nö. Ne. Dass irgendwie Säure kommt, ne, ja? Nee. Okay. Wieder zurückschampen können. Ja, das stimmt. Die gehen ja sofort wieder hoch. Das ist natürlich eine geile Idee. Machen wir das. Bam! Okay, gehen wir bei ihm erstmal. So, Save Point. Drei hier machen. Du machst den Tipp selber. Bis heute, du könntest die Tür wieder anhängen, oder? Ja. So, bist du wieder. So, weiter geht's. Könnt hier ausflippen. Wieso? Keine Bubbles mehr eingesammelt. Du, Teichi. Naja, ist gut.
Ne? Verstehe das schon. Na, anscheinend ja nicht. Mit hier aufs Display schieben. Mhm. Ihr könnt ja einen Kommentar schreiben. Hm? Ja, genau, schreibt mal. Ob wir lieber hätten die Bubbles einsammeln sollen, genau, oder nicht. Ob wir lieber anderthalb Stunden in einem Bereich sitzen wollen und so hoffen, dass wir die Bubbles kriegen, oder lieber der Story folgen. Und der unterhaltsamer wieder. Ja, Bubbles wären auch cool. Ja, du, die Bubbles wären toll. Nee, halt mal hoch, dann könnt ihr die Kabel verschieben. Nicht noch höher? Nicht höher. Also. Ja, warte mal. Ja. Oh. So. Ja, schön an. Ja. Bitte kommen Sie her. Für die Bubbles. Komm. So. Au, oh, da oben. Da oben. Hm. Da wir mal ran. Ach, das ist gut, das ist gut. So, jetzt hier, ja, schon aber. Schon wieder ein Levelaufstieg. Die wären aber noch nie mal so weit, wenn wir nicht mal was anziehen würden. Und wenn wir bei Part 24 wahrscheinlich noch im ersten Viertel. Nein. Auf jeden Fall. Du kannst ja, wenn du privat spielst für dich, kannst du ja alle Bubbles mal sammeln. Ja. Hält der Kina die ab? Nee, nee, nee. Wir richtig spielen. Dann mach doch auf deinen eigenen Kanal. Auf Taichi ist 100% Let's Play. Oh, okay. Schwein, erstes Let's Play, 1000 Parts. Aber hier baue ich es wieder. Und ich sage jetzt schon mal im Voraus, läuft bei dir denn? Ja. Also ich werde abonnieren. Ja. Aber nicht gucken. Weil ich es wahrscheinlich körperlich nicht verkraften würde. Oder nach anderthalb Jahren einfach wach werde. Wow, Alter, wo ist die Zeit endlich hin geblieben? Aber cool, ich habe gesehen, wie alle Bubble gesammelt hat. Absolut. Geil. Absolut. So, wie ist jetzt der Plan hier eigentlich? Ich hab noch keinen. Geil. Liebig. Weiter so. Bam. Achso. Mann, Mann. Ach, Hebel benutzen steht da. Hochmachen. Sag doch mal erst, da steht Hebel benutzen. Ah, ja, nee, ist schon gut. Klappt. Ja? Ja, nee, aber der obere. Der obere bleibt so mit überm Wasser, warte mal. Boah, der bleiben. Über dem Wasser. Hm. Jetzt so ja, weil ich hatte gedacht, wir haben ja hier so eine Fässer. Ja, das hier, nimm die mal mit, dass du mal ins Wasser fallen. Ja. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, ich bin ja sicher. Dafür zwar keine Bubbles kriegen. So, jetzt halt. Wenn wir. Ja, warte mal. Schicken wir hier in der Mitte. Oder nämlich schwimmen. Okay. Oh, so fett! Oh. Ja, danke. Immer wegziehen ist immer geil. Ich hab da auch nicht gedrückt. Ach nee, du kannst ja nicht, weil der ist ja da. Aber du hast die Kiste gebaut, Franz. Ich hab's da nicht gedrückt. Ja. So, so, da, so. Boah, ist die Part schon wieder zu Ende. Wahnsinn, wir sind schon so weit gekommen. Nicht schlecht. Aber wir hätten natürlich auch schon 20 Minuten Bubbles sammeln können. Ja. Dann wären wir jetzt noch nicht hier. Nee. So, jetzt aber spring da rüber. Die Bubbles. Mal lack. Komm mal. Ich stelle das an den Save Point hier stehen bleiben. Fahr rein. Gut, ne? Keine Ahnung. Muss weiter ran. Ich hab auch Angst. Erstmal eine Planke gebracht. So, mach einfach so, dann brauchen wir nicht ansprechen. Genau. Geil, dann geht nicht. Geht nicht. Geht nicht kaputt? Nicht scheiße. Ja. Weil da waren nämlich hunderte von Bubbles drin. Da waren 1000 Bubbles. Also wir wären ja quasi damit schon komplett aufgeladen. Ja. Komplett aufgeklappt. Ja. Wo willst du denn nicht hin?
Stimmt, das Play ist ja zu Ende. Nee, ach, ich bin wieder so der drin. Part ist zu Ende. Du hast recht. Aber vielleicht so hier an diesem Punkt, wo für dich das Let's Play sein wird. Kann natürlich sein. Nee. Wenn du hier weiter rumnörst, bin ich ein Stress Bubbles. Die Bubbles. Bubbles. So, Bubbles damit, ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen. Damit, ja, wir sehen uns im nächsten Bad. Viel Spaß beim Bachwerden. Ja. Wir sind nächstes Mal wieder für euch da. Vielen Dank und bis neulich. Bis neulich.